der Hauptwirkstoffe aus dem Knoblauch ist das Allicin. Jenes kommt aber nicht im Knoblauch vor, denn im Knoblauch kommt das Allin vor und die Allinase. Und diese beiden sind räumlich voneinander getrennt durch Zellwände. Es regnet übrigens. Ich hoffe, das stört dich nicht. Und wenn man diesen Knoblauch dann dementsprechend schneidet, dann fängt auf jeden Fall viel krasser an zu regnen als jetzt. Mache ich weiter? Ich glaube, ich mache weiter. Das heißt, wenn man diese zusammenführt, dann kommt Allinase und Allicin aufeinander und die Allinase wandelt das Allin in Allicin um, in den Hauptwirkstoff eigentlich des Knoblauchs. So. Das heißt, pressen ist viel, viel besser als schneiden. Völlig logisch, weil mehr Zellwände aufgetrennt werden, mehr Allicin wird gebildet, weil mehr Allinase und Allin zusammenkommt. Beim Kochen stirbt natürlich dieses Enzym, denn alles über 42 Grad Celsius gerinnt dann dementsprechend die Proteine und naja, Enzyme bestehen nun mal aus Protein. Von daher an ist gekochter Knoblauch wirklich nicht so zu empfehlen. Des Weiteren ist es sehr, sehr zu empfehlen, diesen nüchtern zu konsumieren. Denn wenn du etwas nüchtern konsumierst, steigt der Blutzuckerspiegel davon, zum Beispiel von dem Allicin, deutlich schneller an. Ansonsten muss er sich mit den ganzen Ballaststoffen, die du sonst noch in deinem Darm hast und so weiter und anderen Wirkstoffen, einen Konkurrenzkampf liefern. Das wird dir nicht passieren. Das heißt, je höher die Konzentration du im Blut hast, pro Zeiteinheit, desto mehr Pathogene können getötet werden. Ja? Völlig klar, irgendwann kommt eine Homöostase, wo Ausscheidung und Aufnahme dann dementsprechend gleich ist. Ja? Von daher nüchtern immer sehr, sehr zu empfehlen. Hingegen bei Zucker nicht zu empfehlen, weil wir einen sehr, sehr hohen Peak dann dementsprechend erreichen, ja? Der dann auch Schädliches aufweisen kann. Fangen wir an mit der Wirkung auf Schwermetalle im Körper. Ja? Das Schwefelatom ist sehr, sehr leicht polarisierbar, weil es sehr, sehr groß ist. Ja? Es geht sehr, sehr gerne Reaktionen ein. Das macht der Sauerstoff natürlich auch. Nur der Sauerstoff liegt über dem Schwefelatom im Periodensystem der Elemente in der sechsten Hauptgruppe. Das heißt, dieser ist kleiner als das Schwefelatom. Das Schwefelatom kann viel weiter seine Arme ausstrecken zu anderen Enzymen. Dazu komme ich gleich noch. Und vor allen Dingen vor anderen Metallen. Ja? Denn dass der Knoblauch viele Schwefel enthält, das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns einfach mal das Allicin anschauen. Hier sehen wir ebenfalls diese Schwefelverbindungen, diese SH-Gruppen. Ja? Schwefel-Wasserstoffbrücken. Ja? In einer Studie mit 117 Mitarbeitern, wo hohe Bleiwerte festgestellt werden konnten, das waren Metallarbeiter, gab es zwei Gruppen, die wurden aufgeteilt. Ja, die einen bekamen dreimal am Tag Knoblauch, Allicin 1,2 Milligramm, die anderen bekamen Penicillamin. Das ist die Vorstufe des Penicillins, des Antibiotikums, ja, welcher ebenfalls in der Medizin als Chelatbinder, als Schwermetallbinder eingesetzt wird. Ja. Davon bekamen sie 250 Milligramm, das heißt 200 Mal so viel. Penicillamin konnte die Bleikonzentration um 25% senken, ja. Hingegen der Knoblauch, das Allicin, immerhin um 19%. Nun muss man sich aber vor Augen führen, dass das Allicin 200-fach niedriger dosiert worden ist. Nun kann man aber nicht es hochskalieren und kann sagen, pass auf, wenn man das jetzt mal 200 nehmen würde, 19%, wären wir bei 3800%. Alles klar, Bruder, muss los, das wird nicht passieren. Auch bei Allergien gibt es starke Indizien, eben bei Säugetieren, Immunglobuli, also IgE. Ja, das sind die Messer, die Entzündungsmediatoren, die dein Körper ausschüttet, wenn es sich um eine Entzündung in deinem Körper handelt, um eine Allergie speziell handelt. Ja? So, das heißt, Allergien ist eine Reaktion auf meistens ungefährliche Substanzen bei dir im Körper. Getestet wurde Oxatamid, ein Arzneistoff, ja, und Knoblauchextrakt, dementsprechend 30 Milligramm, ja, gegen 10 Milliliter pro Kilogramm. Das heißt, wieder von dem Arzneistoff circa äquivalent 3-mal mehr, wenn wir Milliliter und Milligramm mal gleichsetzen würden. Natürlich kommen jetzt hier ein paar Klugscheißer, weil die molare Masse immer etwas unterschiedlich ist, aber bitte, so ungefähr passt das schon, ja? Hier sehen wir, dass Oxatamid besser wirkte auf Schwermetallsenkung. Doch muss man sich zu Auge führen, dass das Knoblauch sehr, sehr gut eben auch seinen Job tat und es auch ganz klar dreimal niedriger dosiert worden ist in dieser Untersuchung. Wenn wir das weiterspinnen und es auf Histamin einmal übertragen, ebenfalls, ja, Allergienauslöser, dann sehen wir zum Beispiel, dass wenn man die Konzentration von dem Allicin, von dem Knoblauch, nur weit genug erhöht, wird es irgendwann besser wirken als das Oxatamid, als der Arzneistoff. Das interessiert wahrscheinlich aber nicht die Pharmaindustrie, weil man Knoblauch leider nicht patentieren kann. Das finde ich sehr, sehr schade. Auch psychisch wirkte Knoblauch sehr, sehr deutlich bei Stressverminderung, denn Stress und so weiter
Die Marker gibt es ein schönes Verfahren, was man anwenden kann. Und zwar, indem man sich das Milzgewebe anschaut. Ja, vor allen Dingen die Enzyme, die die Milz bildet und die Enzyme, welches die Milz erhält. Und hier sehen wir zum Beispiel in der Stresskontrollgruppe konnte im Vergleich zu der Stressgruppe und der Knoblauchgruppe konnte der Stress wieder auf Normalwert fast heruntergesenkt werden, wenn man Knoblauch konsumiert hat. Es ist wirklich essentiell, ja, bei starken Erregern, dass die Entzündungsreaktion am Anfang des Körpers nach oben geht, damit er die Pathogene sofort erkennt, bevor sie sich großartig weiter verbreiten können. Das ist natürlich völlig logisch, ja. Deshalb fühlst du dich meistens auch einen Tag, bevor du richtig krank wirst, schon sehr, sehr schlapp, weil der Körper schon dafür, für die Rekrutation deiner weißen Blutkörperchen vorsorgt. Und dafür gibt es zwei Mediatoren zum Beispiel. Das ist Tumornekrosefaktor Alpha, TNF-Alpha und INF-Gamma. Das ist Interferon-Gamma. Das sind auch Entzündungsmediatoren, die sehr, sehr wichtig erscheinen. Genauso habe ich das gefunden, zum Beispiel hier in der Studie bei Malaria und Knoblauch, dass dieser eben die Pro-Entzündungsmarker nach oben gesetzt hat. Und was ich hiermit einmal sagen möchte, wir haben gerade gesehen, bei ungefährlichen Substanzen hat er es nach unten reguliert, zum Beispiel bei Allergien, wo der Körper unnötig auf etwas reagiert, was für ihn gar nicht schädlich ist. Jetzt habe ich mich gefragt, kann der Knoblauch auch das Gegenteil? Und hier haben wir genau den Beweis, was ich euch mal beweisen werde, ja, was ein Arzneistoff niemals schaffen wird. Und das ist das Faszinosum an dem Knoblauch, der jetzt zum Beispiel bei sehr, sehr starken Erregern oder Pathogenen oder Parasiten, ja, wie bei Malaria, eben dann doch nach oben reguliert wieder. Das heißt, er unterscheidet es ganz, ganz klar, ja. Und wir betrachten das Knoblauchextrakt und die Kontrollgruppe Malaria, ja. Dann sehen wir ein starker Anstieg, ja, bei der Kontrollgruppe, die mit Malaria infiziert worden ist. Ein linearer Anstieg. Haben diese aber jetzt nochmal das Knoblauchextrakt bekommen, ist dieser wieder nach unten gesunken. Wieder nach oben, nach unten. Das ist ein bisschen, das ist der Krankheitsverlauf von Malaria. Also es sind immer, je nachdem, die roten Blutkörperchen werden befallen und wenn der Zyklus einmal abgeschlossen ist, platzen ein paar und die befallen wieder neue Zellen und dann alarmiert einmal dein Immunsystem, wenn diese kurz in der Blutbahn sind. So funktioniert ungefähr Malaria. Von daher sehen wir diesen Zickzackverlauf hier, ist völlig logisch, ja. Halt, stopp! Also Wissenschaftler und Andreas haben sich dann also gefragt, nicht nur, dass die Lebensdauer, hier in Abbildung 10, ja, im Bild B, zu sehen ist, dass diese verdoppelt worden konnte durch Knoblauch. Ja? Das ist doch einfach mal der Wahnsinn. Ja? Und hier weiteren, je mehr Knoblauch gegeben worden ist, desto mehr Entzündungsmediatoren, die einem Körper helfen, diesen Erreger direkt zu eliminieren und wichtig ist zur Parasitenbeseitigung, wurden dann dementsprechend auch proportional ausgeschüttet. Ja? Auch das Stickstoffmonoxid, was sehr, sehr wichtig erscheint, um Pathogene zu töten, ja, ist ebenfalls gestiegen. Und auch ebenfalls die Makrophagenzahl. Denn die Makrophagen, die Fresszellen, diese töten die Pathogene mit Stickstoffmonoxid. Ja? Von daher, diese Zahl hat sich ebenfalls erhöht. Hier sehen wir die absolute geniale Kombination, Symbiose von Synergie von Knoblauch auf die Waffe und den Waffenträger halt deines Körpers nochmal. Dass es beides stimuliert wird, ja. Des Weiteren hilft Knoblauch nicht nur deinem Körper es selbst zu tun, ja, indem es die Immunantwort stimuliert, sondern auch ebenfalls durch diese Schwefelverbindungen, einen Moment mal, ja, geht noch. Akku ist gleich leer. Denn durch diese Schwefelverbindungen, die der Knoblauch enthält, habe ich gerade gesagt, hat er sehr weite Arme, ja, sehr, sehr polarisierbar, sehr großes Molekül, um andere Enzyme und Metalle anzudocken. Das heißt, die Schwefelverbindungen binden immer Schwermetalle, ja. So, das heißt, binden auch allgemein Metalle. Was herausgefunden worden ist, dass der Knoblauch, die Schwefelverbindungen im Knoblauch, die Zentralatome aus den Enzymen, denn Enzyme sind aufgebaut, aus Aminosäuren und in der Mitte ist immer ein Zentralatom, welches das Enzym aktiviert überhaupt, ja. Und das schnappt sich der Knoblauch mit seinem Schwefel und inhibiert so gesehen die Leistung des Enzyms des Pathogens und schaltet so gesehen zusätzlich den Pathogen aus. Das ist der Mechanismus, der von vielen noch gar nicht so offengelegt worden ist. Ich finde es faszinierend, dass einerseits eine Pflanze etwas hemmen kann, was unschädlich für dich ist, und andererseits dein Körper pushen kann, was schädlich für dich ist und es ebenfalls noch selbst hilft zu töten, wie ich gerade erklärt habe mit den Schwefelverbindungen. Das kann wirklich nur der Knoblauch, ein absolutes Superfood. Ich glaube, das hat noch niemand so krass herauskristallisiert in diesem Maße jetzt.
Und das war mir einfach sehr, sehr wichtig, da den Fokus nochmal drauf zu legen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Folgt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram und schaut sehr gerne auf vitasomal.de vorbei. Meine liposomalen Supplements mit 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit. Ich hoffe, wir sehen uns gleich auf vitasomal.de. Bis dahin, ciao. Der Gehirnsteuerung herausgefunden. Nein, machen wir nochmal noch ein Auto. Ja, komm. Tschüss.